Moin Moin und willkommen zurück zu Silent Hill 1 mit Miss Fortuna LP und mir Maybe Tis. Warte, ich muss das Mikro doch ein Stück näher holen. Naja, mach das Mikro mal. Also wir, ich habe wieder das Steuer übernommen. Wurde auch Zeit. Das konnte ja und keiner sind immer, mehr mit ansehen. Ja, wir sind immer noch in der Schule unterwegs. Destilliertes Wasser, bla bla bla. Ich weiß bloß leider, was haben wir letztes Mal gemacht? Na, wir sind hier nur rumgerannt, ne? Ne, wir haben dieses Dings gefunden, dieses irgendwas Chemisches haben wir gefunden. Ach stimmt, diese Chemikalien. Auf dem Ey, nimm mal ein Trink oder so. Konzentrierte Salzsäure gefunden im Chemielabor. Was soll ich machen? Irgendein Gesundheitstrink nehmen oder so. Ach, drei haben wir. Und nee, vier Verbandskasten, nee, machen wir mal nicht. Wenn ich noch angegriffen werde, was nicht passiert. Gibt's mal auf den Löffel. Was? Wusch? Was für ein Löffel? Das ist ein Gnom! Nein! Ich weiß wo ich hier lang muss. Was hat denn der gerade gemacht? Ich glaube, ich mache den Sound trotzdem mal ein bisschen lauter das vorne. Das ist tierisch leise, oder? Ja, mach mal. Also ich selber mach ja mal. Gar nichts. Mehr du mach machst mal. Das schon! Ich mach das! Oh Gott, nein, er wird vom Vieh angegriffen! Ah, nee, ich überlege gerade, die Karte zu entziffern. Okay, da ist diese Statue mit den Händen. Statue of Hand. Was soll? Oh, ich habe ihn noch am Arsch gekratzt. Ja, der Roll kratzt sich am, steht genüsslich vor mir und kratzt sich am Arsch. So kann man ein Let's Play einleiten. Perfekt. Einer muss es ja machen. Ich bin begeistert. Wollen wir die Treppe hochgehen, da unten? Ja. Dann renne ich jetzt einfach. Was, wo? Ach, da. Da unten, wo down. Ach nee, da geht's ja runter. Ja, waren da wir, geht's aber nochmal links, geht's nochmal ab. Waren wir bei down schon mal down? Ganz, ja, wir, oder, waren, wir nee, haben das doch... Das ging nicht, ne? Die Tür war doch ach, zu. Wir sind doch schon in der ersten Etage, Mann. Dann gehen wir hier runter. Stimmt, nee, bei der anderen Seite war die Tür zu irgendwie. Och, das geht ja hoch. Dann gehen wir in die Klassenräume, ja, oder was? Ich wollte gerade sagen, wir waren in den ganzen Klassenräumen drin. Dann gehen wir doch mal hier rein. Da hatte ich bestimmt letztens keinen Bock. Hast du jetzt echt lauter gemacht? Ja. Okay. Hört man doch, oder? Ich höre irgendwie nicht. Doch, also... Gibt's hier Störungen? Was für Störungen? Na, wenn Viecher kommen, dann ist doch das Radio so. Ach so. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier den Sound zumindest hören. Aber doch, man ich hört. Weiß gar nicht, warum das so leise ist. So wir müssen leise? Das dann nochmal testen. Hm. Also, dass wir wirklich den... Also, ma, ab von euch jetzt. Wir müssen mal kurz privat reden. Oh, hier ist... Oh. Genau. Ja, ja. Ey, geh weg. Wir wollen privat reden. Warte doch mal. Hier, die Pistolenmunition, die nehme ich mir. Nee, dass wir im Windows normal... Oh, zwei. Ja. Was? Was denn du? Das war ich. Also, dass wir im Windows normal den Sound komplett laut stellen und nur hier leiser. Mal gucken, wie das ist. Renn doch weg! Nee, er rennt immer gegen das Vieh. Na, oh, ich glaube, das könnte es jetzt schon gewesen sein. Nö, schaffst das. Warte. Ich glaube an dich. Ja, und dieser Glaube war auch berechtigt. Mmh. Juhu, aber ich glaube, jetzt muss ich mich wirklich heilen. Dann heil dich mal. Ach du Scheiße, das ist ja rüsch dunkelrot. Ja, mach mal. Grün! Ist wieder alles grün. Oh. I. Hallo, kloppen doch mal weg, du kannst das doch so gut. Nee, wollten wir nicht hoch? Wir wollten runter. Nee, unten waren wir doch schon. Aber wir konnten... Nee, konnten wir nicht. Oh, oh, oh. Gleich in die Arme gelaufen, hast du gesehen? Mit ja, er liebt nee, dich. Nee, stimmt, du hast recht. What? Also geht wieder hoch und ja, auf ja, der anderen... Ja. Oh, okay, klar, auf der anderen Seite hoch. Ach, wieso macht denn das? Das ist so dumm, dass man ins Menü gehen kann, während man angegriffen wird. Komm weg. Also, Moment, ich guck kurz in meine Tasche. Na, kannst du ruhig am Bein weiterspielen? Ich bin gleich fertig. Mama muss nur schnell was gucken. Mama Fortuna. Also, du magst die anscheinend, ne? Die mögen mich, also, dafür genau, kann ich ja dort hoch, oben links. Ja, dann gehen wir hoch weiter, ne? Das würde ich auch machen. Einfach geradeaus. Oh, ich hab wieder voll Bock irgendwie. Voll geil. Unser Bienchen mich mal lässt. Wann, wie viele Tage ist es her? Ein. Ein, ja? Na, vorgestern warst du doch letztens da, oder nicht? Heute ist? Heute ist der 8. Ja, nicht, was halt ist denn der 8. Dann sag das nicht so. Nee, ich wollte der 18. Achso. Der 18. wollte ich sagen. Januar. Genau. Januar 2012. Nee, 15. Jetzt weiß keiner mehr, worum es geht. Was? Nee, du warst doch am Donnerstag da. Und dazwischen ja, war nur der Donnerstag, Freitag. Genau. Roof! The roof is on fire, bitch! Mann! Jetzt wird's endlich mal spannend und dann können wir da nie hin. So, was machen wir jetzt mit den Chemikalien? Das sind alles Ignoranten. Guck nochmal auf die Karte. Die sind ignorant. Der hat's. Genau. Hab ich heute geguckt? Ich hab ach, mich das so war verpisst, so klar. Ah, da unten ist das Piano. Ja. Im Locker Room. Da haben wir nichts weiter. Statue of Hand.
Das ist im Chemielabor. Ja, versuch mal. Ach so, da können wir nichts. Da war diese Hand. Mhm. Die hing. Was, wie hieß denn das Ganze? Das mit den Vögeln, das Rätsel hatten wir? Ich glaube, das war aber im Piano-Room, oder? Oder ja, ist das im Locker-Room? Nee, im Locker-Room war die Katze rausgesprungen. Na, aber im Locker-Room ist ein Fragezeichen. Ja, weil da die Katze rausgesprungen ist, glaube ich. Nee, da war irgendein Rätsel. Bist du sicher? Da geht doch nochmal hin. Ich geh mal kurz die Karte runter. Hm? Da in der Rezeption ist ja auch ein Fragezeichen. Und das ist immer, weil da ein Rätsel war. Nee, in der Rezeption, ja, da war nicht das Rätsel. Na, da stand nur der Zettel drauf, wo dieser Hinweis war. Genau. Und, aber was sollten wir denn in diese goldene Hand legen? Nee, die Hand hält Gold fest und sie sollten die austauschen mit irgendwas. Das Gold. Stimmt, genau, die hatte hatte die nicht so ein Emblem oder sowas in der Hand? Nee, was war denn das? Nee, das stand nur auf dem Zettel. Nein, die Hand hatte wirklich was in der Hand. Ja, die hatte Gold in der Hand, glaube ich. Ach so, und wir sollten es dann austauschen. Vielleicht können wir mit der Salzsäure irgendwas wegschmelzen, damit wir da irgendwas... Die Hand? Nein, oder irgendwas rausschmelzen, was wir dann da reinpacken können in die Hand, also was wir ersetzen können. Das ganze Piano. Das ganze Piano. Durch die ganze Schule. Nee, wir verätzen das ganze Piano einfach. Mhm. Was soll ich jetzt hier machen? Soll ich hier mal einfach hin? Ja. Was ist denn hier? Hallo? Ach, da hinten ist er ja schon, das Mäuschen. Dann gehen wir nochmal in den Handraum. Ich guck mir das nochmal an. Das ist doch gleich. Da ist genau der Dicke davor. Ach, das gibt's doch nicht. Kann ich den jetzt treten mit einer Erde? Nee, glaub nicht. Verdammt. Nur wenn er verletzt ist. Mist. Schwer verletzt. Dann müssen wir ihn verletzen. Jawohl. Ich glaube, heute machen wir ein bisschen längere Spiel-Sessions. Also, dass du spielst, meine ich. Wieso? Weil ich so gut bin? Natürlich. Nur deswegen. Naja. Wegen was denn sonst? Ich kann meinen Blutdruck messen. Meinen oder deinen? Wenn man Blutdruck misst und lügt, geht er dann hoch? Nee. Oh, du bist so eine Sau, ey. Ich weiß. Wieso grunzt denn der so wie ein Schwein? Was soll das überhaupt sein? Ist das ein Schwein? Das war ja doch gleich die Tür. Hab ich doch gesagt. Tür. So, da ist sie doch. Da ist die Hand. Genau. Wie eiskalt ist dieses Hähnchen? Die hält ja, nämlich diese... Ja, und so ein Emblem. So ein goldenes. Ey, komm, voll Salzsäure drüber schütten. Aber ansonsten, der würde ja wieder die Aktion, wollen sie die Salzsäure hier verwenden. Probieren wir doch einfach. Ui. What the fuck? Du hast es voll drauf, ne? Und du hast es gesagt. Ach so. Das sehr war gut, eigentlich das war eine Gemeinschaftsleistung. Das war eher ein Spätzchen. Ja, nee, das war voll ernst. Wir haben doch festgestellt, mal, so doof kann man manchmal gar nicht denken, wie das Spiel drauf ist. Das haben wir nur... Ein Goldmedaillon. Sie nehmen wir mit. Wo müssen wir das jetzt hin? Keine Ahnung. Moment, ich überlege. Nur die geschmolzenen Reste der Skulptur einer Hand. Nichts Beunruhigendes. Ach, nur so eine Hand hier, total. Ich hab nur die Hand geschmolzen mit Salzsäure. Genau, um dann so eine komische... Hä? Das haben wir ja noch gar nicht gesehen. Boah, ich bin ja begeistert. Roy, was hast denn du hier letztes Mal alles übersehen? Hm? Hast du wieder Panik gekriegt und bist wie ein kleines Mädchen rausgerannt? Was? Ich hab noch nie wie ein kleines Mädchen geschrien! Nein! Hm. Hast du auf die Uhr geguckt? Nö. Tja, dann ist ja auch egal. Wieder immer geh wie du weißt, wir müssen fertig werden, wir haben schon das nächste Projekt. Na, theoretisch schon. Ja, ne, praktisch auch. Na, an mir liegt's ja nicht, dass wir schnell fertig werden müssen. Oh, guck mal, da rechts stand das. Du kannst theoretisch morgen vorbeikommen, ne? Ja. Und am Montag, weil ich ja nicht so lange arbeiten bin an den Tagen. Geil. Theoretisch aber nur. Das überleg ich mir nochmal. Was? Wer sagt denn, dass ich Zeit hab? Das hast du gerade so ein bisschen indirekt gesagt. Wollen wir einfach nochmal nach unten gehen? Hm? Vielleicht können wir im Innenhof irgendwo was einsetzen? Ja, da waren, haben wir ja nicht richtig geguckt. Oder wo wir runter in den Keller wollten? Warte, da ging ja nicht runter. Nee, da war eine Tür zu. Das ist aber nur, das war ja kein Keller, das war nur so eine Abstellkammer, hat er gesagt. Und was ich jetzt meine, wir gehen in den Innenhof, weil da war ja noch so ein kleines Ding irgendwo an der Seite, wo ich einfach durchgerannt bin, weil ich Angst hatte. Ja, weil du Angst hattest, genau. Ich hab da keine Angst. Deswegen haben wir hier nichts zustande gekriegt, weil Roy Angst hatte. Du bist ignorant. Genau, du bist ignorant. Das ist ignorant. Das sind alles Ignoranten. Wir müssen eigentlich mal das Hausbock-Folgen verarschen. Oh, ich liebe es. Ich hab das heute so ich hab's so gefeiert wieder mit bei Kennt ihr schon meinen Zauberbaum? Da können wir alles machen. Das alles Shamona. Tun. Genau, und dann, wir können dort alles tun. Ja, wirklich, alles tun. Und dann mal Mr. Jefferson, ihr Sohn, kommt nicht hoch. Alles tun auf meinen Zauberbaum. Shamona. Das ist so geil. Hier ist doch irgendwo was, bestimmt. Werden wir gleich merken. Aber die Dicke ist ja wie der Hof aussieht, ey. Total einladend.
Hier will man sich gerne niederlassen und lesen. Hey, guck mal auf oder die Karte. Oder am besten sich schon genau, mal... Genau, hier, das Ding. Hier muss das da Emblem wir bestimmt das einsetzen. Einsetzen. Auf jeden. Ha, als ob ich es geahnt hätte. Eine goldene Sonne. Voll kreativ. Na? Perfekt. Und dann geht hier das entweder das Gitter links oder die Tür rechts. Eine schöne Grafik. Eine goldene Sonne geht am Horizont auf. Shamona. Ich glaube nicht, dass das Gitter aufgeht. No. Er liebt dich. Das ist der Seestern. Nee, wir brauchen da noch brauchen wir noch eins. Ach, fick dich, ey. Wo ist denn hier noch eine Hand zum Wegschmelzen? Dann wir gehen nochmal zu dem Rätselraum. Hätte ich jetzt nochmal gucken müssen, was da steht? Am Piano bestimmt. Hätte ich jetzt nochmal schauen müssen, was da steht? Nö, doch. Nee, geh erstmal dorthin. Geh genau, zur genau da. Rezeptiones. Rezeptione. Que si. Que si. Rezeptione. Sie ist im Blut geschrieben. Das habe ich ja letztes Mal schon vorgelesen. Ja, warte mal. Ein Ort mit Sang und Klang. Genau. Ein silberner Wegweiser ist ungenutzt. In verschollenen Sprachen. Erwacht beim verfügten Befehl. Das ist doch bestimmt das Piano, wo wir das andere Emblem kriegen. Wettisch. Das war nämlich das andere Rätsel. Hm, aber hier sind ja noch mehr. Ja, ja. Ist unwichtig. Genau. Es ist im Blut getrieben. Dunkelheit, die hastigen Netze bringt. Zusammenbesiegen nach Zweigen und wecken die hungrige Bestie, die in der Tür zur Zeit auf neuen Bett zu locken. Jetzt hab ich's nicht gelesen, weil ich lachen musste. Ist mir doch egal, wenn du lachst. Wir haben das letzte Mal schon. Ich hab das alles vorgelesen. Ja, aber ich hab das alles vergessen. Siehst du, Alchemielabor, das haben wir gemacht. 100%. Die Zukunft verborgen in seiner Faust. Dann haben wir doch gegen das Wasser des Weisen austauscht. Ach so, dann lesen wir jetzt das andere nochmal mit Bedacht. Genau, das meinte ich doch. Das interessiert hier niemanden, was du meinst. Doch! So, Dunkelheit, die die erstickende Hitze bringt. Flammen besiegen das Schweigen und wecken die hungrige Bestie. Die Tür der Zeit öffnen, um die Beute zu locken. Die Tür der Zeit? Na, vielleicht ist die Tür der Zeit das, wo wir gerade die Medaille eingesetzt haben, weil ich wette, das andere Emblem ist bestimmt was mit Mond. Und ich wette. Jetzt nicht nachgeguckt, weil das eine war ja Sonne und dann Mond und die Zeit natürlich Sonne und Mond. Ne? Das ist immer dieses, ja, ja. Also ich glaube, das und die Dunkelheit und das Schweigen bringt die Beste, ne? Da wissen genau, wir Bescheid. Wenn wir das aufmachen, dann kommt ein Vieh. Genau, voll der Boss im Innenhof. Dann steuerst du. Silberner Wegweiser ist ungenutzt. In verschollenen Sprachen. Irgendein, die Library, die Bibliothek. Oder? Ey, stich mir das Auge aus mit dem Finger. So, Roy, du Roy, weißt es. Irgendwann habe ich dann so einen Augapfel an meinem Finger. Also, das denn? Ih, ist voll knipprig. Voll gegen die Wand. Ein Ort mit Sang und Klang. Du hast recht, das Piano. Hab ich doch gesagt. Ein Ort mit Sang und Klang. Ein silberner Wegweiser. Okay, wir müssen auf was Silbernes gucken. Reue auf die, mir einen Vogel, also einen Scheibenwischer zu machen. Wie? Oh. Freundchen. Scheiben, nee, ich fand das Scheibenwischer gerade. Ich mach so gleich Pause und dann hört ihr Pause leider, machen. Dann hört ihr ein paar Schmerzensschreie und so leicht mädchenhafte Äußerungen, aber lasst euch genau, davon nicht. Genau, Piano mit. Und dann können wir auch nochmal in Lockerroom schauen, vielleicht ist ja auch nochmal. Wir können dort alles tun. Na, wir hatten dieses und ich mein Not. Alles tun. Alter, jetzt sind die da mal gut. In meinem Pianoraum. Oh Gott, das hört sich ja voll böse an. Was sind du? Nichts. Ja, ich will jetzt auf die Karte gucken. Ich muss mich gerade orientieren. Hast du die Orientierung wie ein Stein? Nee, mich interessiert. Hör auf damit! Stein! Nein. Stein! Vogel! Nein, Charlie! Charlie! Halt dich an unseren Zungen fest! Oh nee, nicht schon wieder! Ein Narwal! Alter, nee. Damit hast du was losgetreten, als du mir das gezeigt hast. Ich glaube hier gleich rechts, oder? Yeah, bitch. Du bist aber einfach rechts. Oh Gott. Can I play the piano anymore? Of course you can. Well, I didn't. I couldn't before. Ist da Blut? Auf einigen Tasten ist Blut. Bedeutet das etwas? Hast du dir das nicht angeguckt? Roy, sag mal, wie Oma. Sag mal, was ist denn das für eine Scheiße hier? Ich war ein bisschen aufgeregt. Och. Na, hier ist... so, ich hier, wo die fetten Blutkleckse... Was heißt hier schon wieder? Warte ich würde... Oh. Hä? Okay. Das ist aufgegangen. Da ist das aufgegangen. Nee, nee. Oder die geht nicht. Also gehen ja nur die Dings-Tasten. Nee, doch, und die G-Tasten hier oben, oder wie die heißen. Nee, die gehen glaube ich nicht. Doch. Klar.
Okay, also diese geht nicht. Die hier geht, aber die hier geht nicht. Aber wir gucken uns nochmal das Notenblatt an. Also so, so. Die geht. Die geht. Die geht auch. Die geht nicht. Die hier daneben geht auch nicht. Und die hier hinten geht auch nicht. Aber also müssen die trotz- zwei, die schwarze. Notenblatt. C, D, E, F, G, A, H, C. Also D geht nicht. Und Cis. Nee, wie war das mit den Tasten? Du machst das schon. Ich bin gerade sehr begeistert. Wir mussten in der Schule mal Keyboard spielen lernen und so ein Scheiß. Ihr musstet. Das wurde bewertet. So wie im Reich die hat Melodie bewertet und Fingersatz. Mhm. Da stand die hinter dir und hat dir auf die Finger geguckt, als du gespielt hast. Ey, das war so für ein Arsch. Ah ja, stimmt. Gott. Geschichte von Vögeln ohne Stimme. Ging. Nicht? Wenn du erstickst, dann sag Bescheid. Das war jetzt nur gespielt. Ach so. Das klang gut, oder? Das flog der gierige Pelikan, erpischt auf die Belohnung, weiße Flügel flatternd. Dann kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan. So weit sie konnte. Ist das nicht mit Russisch vorgelesen? Ja, aber guck mal, warte, wir müssen jetzt mal überlegen. Zuerst flog der gierige Pelikan, erpischt auf seine Belohnung, weiße Flügel flatternd. Und dann kam eine, weiße eine stille Taube, die nichts sagt, weißt du, die nicht geht, ja. Und flog weiter als der Pelikan. Also ist die Taste irgendwo dahinter. So weit, wie sie konnte, also ganz rechts wahrscheinlich. Die letzte Taste rechts, ja. Die nicht geht. Okay. Und zuerst flog der Pelikan, ist die Taste, die geht. Die erste Taste, die geht, dann die letzte Taste, die nicht geht. Ich glaube, wir brauchen was zu schreiben. Da vorne. Ja, hier vor dir liegt was. Ja, warte. Nee, klar. Ich muss doch trinken. Nee, mach ruhig. Wir können das hier 5-mal durchblättern. Ist mir egal. Soll ich weitermachen einmal oder willst du das erstmal aufschreiben? Ich schreibe. Der Roy schreibt. Ich bin der Schreiber hier. Und ich schreibe weiß 1, also W1. Und N zuletzt. So, mal weiter. Was hast du gerade? N zuletzt? Ja, für mich halt. Also nicht, eine Taste, die nicht geht ach zuletzt. Ach so, oh Gott. Ja, ja. Ein Rabe fliegt herbei, höher fliegen. Das ist eine schwarze Taste. Als die Taube. Das ist eine schwarze. Ja, genau. Hm? Einfach, um zu zeigen, dass er es kann. Höher fliegend, okay. Als die Taube. Und was hat die Taube gemacht? Das war doch die erste. Nee, die ist die weitergeflogen ist. Die stille Taube war das. Du hast es dir doch gerade aufgeschrieben. Ja, aber... Die Taube ist die stille Taube, die zur letzten, ganz so weit sie geflogen ist, wie sie konnte. Und da meintest du... Ich will aber nur wissen, ob der Rabe jetzt... Na höher, eins höher. Ach, das ist einfach eins höher genau, geflogen. Genau, der ist die gut. Schwarze Taste schräg drüber. Also wenn das vorletzte A, C, dann ist das ein Fiss oder so. Ach, keine Ahnung. Na, der schwarze Taste drüber. Hm? Und dann... Ein Schwan gleitet heran, eine... Ach hier, das ist auch die Farben, der Rabe ist schwarz, der genau, Schwan ist weiß. Genau, das meine ich doch die ganze ja, Zeit. Ja, ich nicht. Ein Schwan gleitet heran, um es eine friedliche Stelle zu finden. Es gibt aber auch schwarze Schwäne. Gleich bei einem anderen Vogel. Och nee. Es gibt auch schwarze Schwäne. Ein Schwan, guck mal, ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden. Also die geht. Ja. Gleich bei einem anderen Vogel. Also neben der Taube vielleicht. Also ganz die vorne. Die Taste neben der Taube. Oder die neben, oder ganz vorne neben dem Pelikan. Genau, ich denke mal ganz vorne neben dem Pelikan. Hm? Und das ist jetzt auch die Reihenfolge, oder? Ja, wir genau. Wir die Tasten anhauen müssen. Okay. Neben Vogel. Vogel! So, und wir machen Aufnahmepause. Nee, komm, mach Aufnahmepause. Trotzdem. Okay. Ach du Scheiße. Und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Scheiße.